12. Klasse. So, wir checken mal, was kommt. Das Sportgymnasium darf für 12 Punkte im Fach Sport ran. Für die Potsdamer ist das ja ein Heimspiel. Kommt einfach mal alle mit in die Turnhalle. So, ihr Lieben, stellt euch bitte VIPs auf diese Seite. Ja, Kids auf die andere Seite. Ihr seid jetzt im direkten Duell gegeneinander. Es geht um Reaktionsschnelligkeit. Beide Teams hocken sich gegenüber an diese Linie. Russenhocke optional. Hey, Bro. Okay. Ich komm mal runter zu euch, mach Spaß. Ihr hört jetzt auf meine Befehle. Wenn ich sage Kopf, dann kommen die Hände an den Kopf. Wenn ich sage Knie, Hände an die Knie. Wenn ich sage Fuß, Hände an den Fuß. Und wenn ich sage Kegel, greift hier zu. Wer den Kegel sich in der Hand hält, gewinnt den Punkt. Noch gar nicht richtig dran. Halten beide den Kegel oder fliegt er weg, gibt es keinen Punkt. 12 Punkte gewinnt diese Prüfung. Wow. Und ab jetzt folgt ihr meinen Befehlen. Ich sage Kopf, Fuß. Fuß! Kegel. So. Also, drei Hütchen sind bei den Kids. Ein Pommi liegt am Boden. Was ist mit dir los? Ich bin mit dir. Die hat mir einen Kinnhaken gegeben. Sehr, sehr schnell. 3:0 steht es. Sehr gut. Hilft dem Maxima auf die Beine. Das war knapp. Alles okay. Max, alles okay, mir geht's gut. Boah, ich war dran, aber du hast den so schnell gepackt. Hütchen wieder da, wo sie hingehören. Es steht 3:0. Ich konnte gar nicht gucken. So ein Viertel ist rum, liebe Kids. Steht da richtig so? Wir nehmen das ernst hier. Ich hab bewusst eine Jogginghose angezogen. Knie. Fuß. Kopf. Fuß. Kopf. Knie! Ah, sorry. Wir sortieren uns. Kegel! Warum fliegst du immer auf den Boden, Maxi? Weil ich so einen starken Bizeps habe und der Schwung ist für so keinen, glaube ich. Ne? Aber Max hat einen geholt, der ist tot und wir haben hier zwei, also es steht 2:1 für die Kids in dieser Runde. Insgesamt 5:1 in der Gesamtwertung. Wir werden davor wegkicken und so. Jetzt mal anstrengen, Leute, okay? Ja. Kegel. 4:0. Wow! Also wir alle. Wow! Ich wusste nicht, dass das ist Beschiss. Okay. Gleiches Recht für alle. Es tut mir leid, aber falls jetzt jemand eine Studie in Sachen Alter und Reaktionsschnelligkeit machen möchte, das hier wäre ein gutes Fallbeispiel. Hütchen wieder hin. Es steht 9:1. Voll ab. 3 Punkte und ihr habt's. Alright, liebe Kids, es geht um 12 Punkte. Aber es ist auch Kopfsache. Knie, Kopf, Knie, Kopf, Fuß. Kegel. Und da, oh, das ist ein Unentschieden. Das ist ein Unentschieden. Der ist tot. Und wir haben 2 Punkte bei den Kids und 1 Punkt. Max, du hast beide Punkte für die VIPs geholt. Das ist sehr gut. Also richtig. Der Beste in einem absoluten Schrottteam. So ist es. Er hält die Fahne hoch. Es steht 11:2. 11:2. Ihr müsst noch einen Kegel auf eure Seite ziehen. Und dann ist das Ding hier sowas von durch. Können wir noch mal Kopf rechnen? Ja. In die Hocke. Kopf. Fuß. Kopf. Schulter. Einfach mal was Neues probieren. Knie. Kopf. Fuß. Kopf. Kegel. Und damit ist das Ding durch. 3:1. Nicht schlecht. Nicht schlecht. War nix, ne? Sorry. Das hat wirklich mit dem Alter zu tun. Das hat definitiv was mit dem Alter zu tun. Das ist ja genau eine herausragende Leistung bei den Kids. Und das macht das Ganze nochmal sehr spannend für unsere Abschlussprüfung. Denn 12 Punkte wandern auf das Konto unserer Kids. Und damit haben wir einen 9-Punkte-Stand. Und wir gehen tatsächlich mit 39:39 in die Abschlussprüfung. Es geht um 20.000 Euro. Hier wird sich nichts geschenkt. Die VIPs geben alles und unsere Sportschule in Potsdam, die die Olympioniken und Profisportler von morgen jetzt schon ausbildet, geben alles.